Herzlich willkommen, werte Kolleginnen und Kollegen, zu einem neuen Video. Endlich gibt es mal wieder ein Video. Es ist schon eine ganze Weile her inzwischen. Und es gibt nicht nur ein neues Video, sondern sogar ein neues Spiel. Und zwar Inside. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich weiß wirklich gar nichts über das Spiel, außer dass es wohl eine ziemlich mysteriöse Story haben soll. Also bin ich mal sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber wir schauen einfach mal zusammen rein und schauen mal, was uns da so erwartet. So, also wir stehen ja gerade in irgendeinem Wald und wir sind dieser Junge. Hello there. Ich weiß gar nicht, wie wir das steuern können. Aber mit den Pfeiltasten, okay, das ist ja natürlich, also das geht ja gar nicht. Okay, ich habe jetzt mal die Einstellungen so angepasst, wie ich es normalerweise gewohnt bin. Ich weiß nicht genau, warum man mit den Pfeiltasten spielen sollte. Das macht man eigentlich nur mit irgendwelchen Browserspielen, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich es so umgestellt auf WASD und Leertaste springen. Ich glaube, das ist deutlich besser. So, wir schauen mal, was uns erwartet. Hier in diesem Wald. Ich habe wirklich, wie gesagt, gar keine Ahnung. So, wir haben irgendeinen Baumstamm. Ein bisschen drüber, okay. So, ist ganz schön düster hier. Wir scheinen ein ziemlich kleiner Junge zu sein, so wie wir uns bewegen. So ziemlich hilflos. Okay, hier ist Stacheldraht. Das spielt sich schon echt cool aus, muss ich sagen. Habe ich jetzt gar nicht so erwartet. Okay. Was passiert hier? Jo, er fährt zurück. Okay, da waren Menschen drin. In diesem LKW. Das ist sehr komisch. Okay, was haben wir denn hier? Jo. Nani? Jo, hallo, lass mich in Ruhe. Ey. Sag mal. Haben wir verkackt schon? Oder soll das so sein? Oh, was? Das war falsch. Oh. Okay, Moment, was müssen wir machen? Jetzt kommt er wieder. Ah, nee. Oder? Hilfe. Okay, jetzt sind sie weg. Ich zieh mal durch. Weil da ist ein Loch im Boden. Nee. Ich will die ganze Zeit nach hinten gehen, aber das ist ja 2D, das heißt, es geht ja gar nicht. Guck mal, hier so ein Dixie-Häuschen. Oder ist das ein Kühlschrank? Da ist der LKW. Wie kommen wir hier hoch? Ach, warte mal. Können wir das irgendwie schieben? Aha. Nee, aber doch. Aha. Hast verstanden, das Spiel. Zack, zack und rüber. Perfekt, perfekt. So. Was für ein Schild ist das bitte? Oder heißt es irgendwas anderes? Ist das ein Hund da hinten bei dem Typ? Ich glaube schon, ne? Das sieht aber eher so ein bisschen aus wie so ein Nasenbär oder sowas. Oh, so ein Fein. Jo. Also ich habe jetzt vor, diese erste Folge erstmal recht kurz zu machen, da mal reinzuschauen. Und wenn das Spiel weiterhin so geil ist, wie ich es gerade eben finde, kommt auf jeden Fall mehr hier auf meinem Kanal. Aber wie gesagt, die erste Folge erstmal so zum Reinschauen, ein bisschen kürzer. Ich komme hier nicht weiter. Ich habe so das Gefühl, wir brauchen hier wieder so ein Ding. Ich glaube, da oben war auch irgendwas. Ja. Okay. Also wir können hier sowas greifen und dann runterschieben. So. Zack. Da vorne sind ja so Menschen mit ihren komischen Lampen. Da rennt irgendwas. Jo, der Nasenbär. Alter. Hilfe. Oh, Junge. Oh, Alter, war das knapp. Okay, und wie komme ich jetzt hier weiter? So. Jo. Wieso laufen wir eigentlich durch den Wald, ist die Frage. Wir sollten das eigentlich nicht machen. Würde ich mal behaupten.
Also es ist echt ziemlich mysteriös, das Spiel. Das stimmt schon. Das ist schon. Man checkt halt so gar nichts am Anfang irgendwie. Aber das habe ich auch gelesen, dass man halt wirklich gar nichts versteht. Aber das scheint auch noch ein bisschen länger so zu bleiben. Angeblich, ich weiß es nicht. Da sind ja die Typen mit den Taschenlampen. Die suchen uns, aber wir müssen jetzt safe. Oh. Okay, einfach die schießen einfach direkt. Egal, was soll denn das? Also müssen wir irgendwie schneller da weg. Jetzt kommt er wieder. Wir müssen direkt da drunter, ja. Ja, das ist sau knapp aber gewesen. Da ist das Auto noch. Sehen die uns jetzt? Nee, ne? Oder? Ich hoffe mal nicht. Oder ist er wieder? Oh was, der Held verfolgt uns. Scheiße. Was habe ich denn falsch gemacht? Also irgendwas war falsch auf jeden Fall. Ich weiß aber wirklich nicht was. Wir können doch nicht weg. Ah, doch. Ich bin gestolpert. Okay, da ist noch einer. Junge. Was muss ich machen? Jetzt schon überfordert nach 2 Minuten spielen. Okay, also vielleicht müssen wir irgendwo da reingehen. Aber das sieht er doch eigentlich. Der verfolgt uns doch direkt. Also hier springen. Und da vorne irgendwie was anderes machen auf jeden Fall. Ah, oh nee. Okay, aber so geht's scheinbar. Irgendwie erst verstecken und dann wieder durchziehen. Ich habe nicht hingeschaut. Ich habe gerade auf den zweiten Bildschirm geschaut. So, dann jetzt aber vielleicht. Zack. Und jetzt hier warten irgendwie, bis der weg ist. So, und jetzt laufen wir los. Zack. Und Sprung. Okay, er kommt da nicht runter scheinbar. Oh, jetzt schießt er. Okay, wir haben es richtig gemacht. Können wir da auch drüber fliegen? Boah, wieder Hunde. Okay, das passt perfekt. Oh, Junge, es war ja so knapp. Okay. Es sieht schon cool aus, das Spiel, muss ich wirklich sagen. Okay, wir könnten sogar trinken, scheinbar. Das hätte mir auch jemand sagen können. Aber jetzt wissen wir es, ja. Aber, was? Ja, aber ich muss auch tauchen, oder? Sonst sehen die uns doch. Oder bin ich gar nicht getrunken? Wurde ich getroffen? Ich bin schon wieder so lost. Ist unfassbar. Warte mal. Okay, wir tauchen mal unter. Und jetzt mal kurz hoch. Jetzt wieder runter. Jetzt gehe ich mal wieder hoch. Okay, da ist es ja gar niemand. Das heißt, ich bleib mal wieder oben. Und die steigen auch gerade ein. Also passt es hoffentlich so. Okay, da liegt irgendein Schwein. So. Es ist ziemlich nebelig hier. Man sieht einfach gar nichts. Ein Maisfeld. In Outlast Zimmer, glaube ich jetzt. Alter, was ist denn das denn, Alter? So. Schön durchs Maisfeld durch. Ich hoffe, hier sind wir halbwegs sicher. Was ist das denn? Da läuft einfach ein Maiskolben am Boden rum. Ah, das sind Mäuse, oder? Oder sind das Küken? Oder so irgendwas? Ja, die sind gelb, oder? Ich glaube schon. So, hier ist ein großes Silo. Und ja, Licht. Licht war immer schlecht bis jetzt. Bei Licht wurden wir immer verhaftet. Oder erschossen, besser gesagt. So, hier haben wir eine große Bude. Schauen wir da mal rein, was da drin ist. Schönes. Okay. Ist das ein Hebel? Das ist doch bestimmt irgendein Rätsel hier jetzt. Hier kommen wir nicht weiter.
Ich habe nie sowas angezeigt oder so, so irgendwie so, dass man das jetzt irgendwie umlegen kann oder so. Das muss man einfach selber rausfinden. Okay, das bringt gar nichts. Vielleicht irgendwie hier. Aha. Aber läuft noch nicht, oder? Jetzt läuft's. Ist schon ein bisschen älter, das Ding. Okay. Sollte das nicht irgendwie runterfallen jetzt? Das habe ich jetzt zumindest erwartet. Also, okay, muss ich irgendwas noch machen? Also, irgendwas ändern? Also, ich habe ja gedacht, dieses Rohr bläst diesen Strohballen da vom Ding runter. Und dann können wir über die Wand drüber springen. Aber irgendwie passiert da nichts. Also, ich weiß wirklich nicht, was ich noch machen soll, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt schon 10-mal versucht, diesen Schalter umzulegen. Und 10-mal versucht, die Maschine nochmal anzumachen, irgendwie anders. Aber da passiert nichts. Ah! Ich kann die Tür aufmachen. Oh. Ja, bringt das was überhaupt? Also gut, ich kann die Tür aufmachen, aber. Weil die Küken laufen mir hinterher. Hat das irgendwas zu sagen? Weil die kann ich jetzt mit reinnehmen. Ich nehme mal mit rein. Oh nein, werden die jetzt da eingesaugt? Das wäre ja. Brutal. Ich renne mal ein Stück davor. Ganz weit nach vorne. So. Ja, kommt her. Und jetzt drehe ich um. Oh, die sind sau schnell. Die sind richtig schnell. Oh Gott. Alter, wie brutal. Guck mal, die haben es überlebt sogar. Alles gut. So. Aha, jetzt aber geschafft. Mensch. Okay. Damit würde ich sagen, das war die erste Folge. Wir haben mal ein bisschen reingeschaut ins Spiel. Ich persönlich muss sagen, ich finde es sehr interessant und werde auf jeden Fall gerne weiterspielen dran. Ich hoffe, ihr habt auch darauf Bock irgendwie. Mal schauen, welche nächste Folge aufnehmen. Auf jeden Fall erstmal bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und bis dahin. Ciao. This song just sing along.